Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und ja, das ist der erste Part in meinem neuen Zimmer. Und wir beginnen direkt, wenn es lädt. Hallo? Kann ich bitte auf 1 drücken? Warum kann ich hier nicht klicken? Das verwirrt mich ein bisschen. Aber die Kids gehen alle schlafen gerade. Aber es ist noch 5 Uhr morgens. Außer sie. Sie ist schon auf den Beinen. Und da ist Müll. Den wollen wir aber nicht. Heute ist auch Silvester. Und das werden wir natürlich auch wieder feiern. Es ist Silvester. Und wir haben noch Zeug zum Wegwerfen. Haha. Ey. Ich wollte das wegwerfen. Kann man das nicht wegwerfen? Was ist das? Ach, das sind die Seifenblasen. Oh, okay. Ich dachte schon. Was soll denn das sein? So, wir haben halt dekorieren. Das können wir eigentlich direkt schon machen. Dülülüm. Schön. Sieht doch top aus. Meine Maus bewegt sich leider noch nicht so gut, weil das Ding ist, dass ich halt noch kein Mauspad habe und hier drauf funktioniert es noch schlechter. Deswegen, ja, muss ich gucken, was ich da jetzt noch irgendwie als Regelung mache, weil so ist es noch ein bisschen anstrengend. So, unsere Ziele sind Partystimmung, Vorsätze fassen und Countdown bis Mitternacht. Das kriegen wir hin. Oh, sie ist ja schwanger. Habe ich schon wieder vergessen. So, und jetzt können wir einfach mal anfangen mit Vorsatz fassen. Oh, ich würde sagen, sie nimmt abnehmen, weil das ist ja halt so schon länger ihr Ziel. Deswegen nehmen wir abnehmen bei ihr. Und bei den Kindern einfach immer besser in der Schule werden. I mean, das ist ja auch unser Vorsatz hier in der Challenge. So, und damit haben wir schon alle zumindest eine Aufgabe erfüllt. Manchmal kann es so einfach sein, ne? Entschuldigung, was machen Sie da? Also ich meine schön, dass sie ihre Kreativität levelt, aber nein. So, und sie kann Hausaufgaben machen und sie kann auch Vokabeln lernen. Hausaufgaben sind sehr wichtig. Okay, sie hat schon. Nein, nicht in Welt platzieren. Nein! I didn't want to do this! Jetzt machen alle, die noch nicht ihre Hausaufgaben haben, müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen. Du kannst Zusatzaufgaben machen, das ist auch total toll. Und ihr beiden... Okay, sie hat noch Hausaufgaben, das ist gut. Die kann die aber nicht machen, deswegen gibt sie das einfach ihr. Und sie macht dann halt noch Hausaufgaben. Und Mutti will eigentlich gerade zeichnen gehen, aber ich würde sagen, sie kocht Grillkäse. Jetzt hat sie das schon ausgegeben, aber egal, das kann sie ja immer noch machen. Weil sie soll ja Grillkäse... Nee, es ist ja ihr Bestreben, heißt das. So heißt das. Ein Bestreben ist das. Sie will das ja dreimal zubereiten. Mit 5 verschiedenen Sims darüber reden, das kriegen wir auch hin. Und 10 Grillkäse-Sandwiches... Essen. Ich kann auf jeden Fall reden. Und dann kann sie ja mit ihren verschiedenen Kindern hier reden und denen sagen, wie toll Grillkäse eigentlich ist. Über Grillkäse reden. Und mit dir auch. So, jetzt fehlt noch eine. Und dann hat sie schon mit allen, mit denen sie muss, über Grillkäse geredet. Manchmal kann es so einfach sein. Die Kids freuen sich, dass es Silvester ist. Das ist auch schön. So, und die ganzen Hausaufgaben werden auch fertig. Das ist auch supi. Die heutige Post wurde zugestellt. Das ist gut. Und da ist Food. Das möchte sich wahrscheinlich gerade jemand nehmen. Deswegen kann ich es nicht anklicken. Ach Mann. Mutti bekommt die Post. Ich schaffe es, by the way, zeitlich nicht, dass ich jetzt halt wieder eine Stunde aufnehme. Das heißt, es wird wieder ein bisschen kürzer. Voraussichtlich. Zumindest nehme ich nicht so lange auf. Wir machen halt jetzt den Silvestertag, weil das ist die letzte Folge vom neuen Jahr. Deswegen dachte ich, es macht am meisten Sinn, dass wir jetzt halt die Silvesterfolge dann einfach machen und dann halt nur Silvester feiern. Es ist vielleicht ein bisschen doof, weil ich hätte gerne längere Folge wieder gehabt und so, aber das funktioniert leider bei mir nicht gerade. Aber ich versuche in Zukunft ein bisschen mehr vorzuproduzieren, beziehungsweise jetzt halt in den Ferien noch für die nächsten paar Wochen, dass ich halt auf jeden Fall über eine Stunde aufnehmen kann sogar und dann halt einfach längere Parts wiederkommen, dass dann alles wieder geordnet ist. So, sie hat noch nicht die Partystimmung voll, deswegen würde ich sagen, dancen die einfach mal alle zu Blues. Aber ich mache das nicht so laut, weil ich immer Angst habe. Weil dancen ist richtig krass. Für die Kids bringt das ja auch Motorikfähigkeit, deswegen können einfach alle dancen. Mutti kann auch dancen. Wir setzen das kurz. Warte, wir können auch einfach... Wir bilden eine Runde oder so. Dann ist das doch viel einfacher. So, und jetzt zusammen tanzen. Easy. Ich bin einfach Profi. Ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert.
Und da ist meine Favorite Family. Ich versuche jetzt einfach mal, ob es jetzt mittlerweile klappt, dass ich halt so machen kann. Aber es scheint nicht zu laggen. Das ist schön. Und das hatten wir ja schon ganz am Anfang, dass ich halt meine allererste Aufnahme komplett ja neu machen musste, weil das einfach geleckt hat. Aber das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Deswegen können wir jetzt auch in Kinomodus gehen. Yes! Kinomodus ist eine Sache, die nutze ich eigentlich nur in meinem privaten Gameplay, wenn ich ehrlich bin. Beziehungsweise, also ständig, weil ich dann immer random Screenshots mache und mir denke so, oh mein Gott, Screenshots! Alle leveln gerade ihre Fähigkeiten, das ist so cool. What is she doing again? Can you... Oh, she needs to go to the toilet. Was? Von Übelkeit geplagt, wegen Verletzung der Privatsphäre. Dem Bräuchlein geht es nicht so gut. Naja. Passiert. Kannst aufräumen. Wir müssen auf jeden Fall den Countdown gucken mit allen zusammen. Die Kids so, oh, wir sitzen jetzt am PC. Und sie so, ja. Eigentlich dürft ihr das ja nicht so, aber... Heute ist das okay. Könnt ihr euch vorstellen, dass die nächste Baby-Challenge-Folge erst in 2020 kommt? Dann ist es schon nicht mehr so lange hin. Und dann läuft diese Challenge schon ein Jahr. Entschuldigung? Was ist hier passiert? Das ist krass in meinen Augen. Auf jeden Fall. Da hat jemand seinen Vorsatz geschafft. Hä, das sah zumindest so aus. Nee, aber okay. Aber wahrscheinlich, weil Level 4 ihn ja weiterbringt in seinen Dings. Aber er hat doch vorher schon Level 4. Quinn macht eine Phase durch. Das ist okay, denke ich. Angie möchte rüberkommen. Kann sie gerne tun. Also hat sie auch mal Bock, jetzt so rüberzukommen oder so? Weil irgendwie kommt sie nicht vorbei. Aber naja, dann malt er einfach dein Gemälde weiter. 'Cause we need the money. Oh, die beiden verstehen sich voll gut. Und das ist voll süß. Jo, die Badewanne ist schmutzig. Hä, bei denen steht alles, dass die den Vorsatz gepackt haben. Aber das ist doch gar nicht wahr. Ja, hier steht er auch noch. Hä? Okay, Kind. Okay. Was zur Hölle? Oh, sie sieht nicht so glücklich aus. Oh, was? Eklige Sanitäranlagen. Ja, ja. Mutti, kannst du bitte das hier säubern? Das hier kannst du auch gleich reparieren. Wenn wir schon mal so dabei sind. Oh, sie ist da noch drin. Oh, sie war auf Klo. Gut. Dinge passieren. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Okay. Das nenne ich mal ein Outfit. Ich glaube, ab 23 Uhr kann man diese Countdown angucken. Das würde ich gerne mit allen machen. Hallo, nicht schlafen. Entschuldigung. You're not allowed to do this. Und jetzt Countdown bis Mitternacht ansehen. Dann muss ich das bei allen einzeln anklicken? Na gut. Bei allen steht einfach, dass es nicht geht. Was zur Hölle ist denn mit euch kaputt eigentlich? Ich klicke jetzt einfach an. Hä, warum kann ich nicht mehr anklicken, dass die Runde... Wo ist die Runde? Ich möchte die Runde nochmal öffnen, bitte. Und dann zusammen Kanal wechseln. Okay. Das ist aber auch nicht, was ich will. No. Sie kann einfach nicht umschalten. Was zur Hölle? Dann nicht. Dann geht halt alles schlafen. Nicht mal ein Feuerwerk gab es. Ach Mann, ey. Sie kann auch mal duschen gehen vorher. Könnt ihr nicht einfach... Ach, die Dusche. Das mit den Duschen geht ja nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Der Geist von Ivan schwindet. Eigentlich will ich das nicht, aber irgendwie auch doch. I'm sorry. Die Geister nerven halt schon sehr. Kann man halt nichts gegen sagen, ne? Silvester war erfolgreich. Yes. So, und du gehst jetzt, weil ich sehe das nicht ein, Tim zum Verlassen auffordern. Ja, gut. Ich denke, das war jetzt halt Silvester. Naja, ist halt ein Sonntag. Den erleben wir dann im neuen Jahr. Am 01.01.2020 kommt übrigens auch ein Video, denn das ist ein Mittwoch und das ist mein Upload-Tag. Also einer meiner beiden Upload-Tage. Und deswegen kommt dort ein Video, wo ich über 2019 rede. Zumindest das, was auf YouTube so passiert ist, weil das ist das Einzige, was euch hier irgendwas angehen sollte. Ich hoffe, wir sehen uns dort dann auch. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.